da los? So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns kurz vor dem vierten Spiel des European Masters Play-Ins, Spieltag 1. Wir werden jetzt aber auch quasi eine zweite Begegnung, zweite Mal die Begegnung von Giants sehen, beziehungsweise nicht die Begegnung, sondern das Team Giants. Es ist im Prinzip so aufgestellt, dass man die Hin- und Rückrunde von quasi einer Gruppe sozusagen an einem Tag abserviert. Finde ich ganz geil eigentlich, weil dadurch hast du quasi so ein bisschen, du siehst so ein bisschen direkt die Entwicklung der Teams über den Tag. Giants, wie gesagt, im ersten Game mit einer ähnlichen Comp angetreten wie hier Genocide. Und das müssen wir hier wieder rausmachen, da sehen wir auch die Begegnung. Hatten aber Probleme, diese umzusetzen. Bin ich gespannt, ob man sich jetzt sagt, gegen Enclave Gaming gehen wir weiterhin auf diesen Engage, wollen weiterhin das Midgame kontrollieren oder vielleicht skalieren sie diesmal ein bisschen besser, sagen sich, wir waren nicht in der Lage, aktiv zu performen, wir haben nicht so viel Pressure aufbauen können. Bisschen mehr Richtung Scaling gehen, bisschen mehr sichere Picks. Ich meine, die kommt, man hat es gerade gesehen, ist stark, kann stark funktionieren und kann Spiele snowballen, muss es aber auch, um eben Games entscheiden zu können. Enclave Gaming auf jeden Fall auch kein unbeschriebenes Blatt, hat glaube ich letzten EU Masters Split auch schon mitgespielt, jetzt EU Masters auch schon mitgespielt. Insgesamt denke ich hier, Giants, ja, im Endeffekt ist es jetzt schwer zu sagen, sind die verkündet, wenn sie das erste Game schon ziemlich unglücklich verloren haben, aber sie sind trotzdem ein starkes Team, das darf man nicht vergessen. Wir werden auch gleich nochmal die Aufstellung der beiden Teams sehen. Enclave Gaming für mich auch noch, wie gesagt, für dieses Turnier eine kleine Wildcard. Ist alles möglich, gerade eben bei diesem Play-In sind wir ja noch auf einem Niveau, wo man sagen muss, es kann alles passieren. Im Endeffekt sehen wir das ja auch zum Beispiel, finde ich, in der ESL schon immer wieder. Wenn wir jetzt ESG ausklammern, können die anderen Top-Teams sich alle gegenseitig schlagen, weil es eben, da gibt es eben noch Situationen, wo dann ein Game durch Teamfights entscheiden wird, wo man sagt, gut, wäre das ein LCS-Team, hätten sie das jetzt nicht mehr gemacht. Aber das macht diese Szene, finde ich, die unter der LCS auch immer so spannend, weil du quasi die konstanten Stärkenverschiebungen hast. Du hast halt kein Team, was immer ganz oben ist, außer ESG, ne? Die werden alles gewinnen, da bin ich sicher. sondern es entwickelt sich quasi über das Turnier hinweg erst so eine Hierarchie, welches Team wie gut eigentlich ist. Auf jeden Fall. Also gerade jetzt bin ich mega gespannt auf Enclave Gaming, weil die spielen gerne so überoffensiv. Gerade auch, was wir gerade gesehen haben, dass man immer wieder den Fight zu viel nimmt, nur gewinnen sie die erstaunlicherweise oft. Also man kann sie so ein bisschen die Glaskanone des Tages vielleicht, ne? Da können wir mal gucken, wie das heute so passiert. Auf jeden Fall auch sie ein Team, womit Spanien vielleicht Probleme haben könnte. Sie ja sehr meta-orientiert, haben sie ja im ersten Spiel gesagt und hatten dann Probleme, als sie auf einmal mit Überraschungen konfrontiert wurden. Und genau das kann ihnen eben jetzt auch wieder sparen. Also mal schauen, wie sie sich jetzt gegen England schlagen können. Ich setze tatsächlich ein bisschen auf Enclave Gaming. Für mich sind sie so ein bisschen jemand, der das ein oder andere Mal jemand überrollen kann. Aber auch sie wieder ein Team, was so ein bisschen immer den Plan verliert dabei. Also sie gehen immer für den Snowball und sagen drauf, drauf, drauf. Und danach wissen sie nicht, okay, jetzt sind wir drauf, aber was jetzt? So. Wir haben einen Kill bekommen und gehen wieder farmen im Endeffekt. Also auch hier wird wieder viel in der Pick- und Bann-Phase entschieden werden. Ob man dann das Scaling auf seiner Seite hat oder ob man das Early vielleicht sogar verliert, weil da ist ja auch immer die Stärke von Enclave Gaming so ein bisschen verankert, plus Teamfights eben. Auf der anderen Seite die Spanier, die eben auch sehr souverän normalerweise agieren, aber eben beim letzten Mal so ein bisschen auf ein Konzept geraten sind. Auch hier muss man dann eben mal beobachten, ob sie das wieder so ein bisschen vertändeln oder ob sie jetzt souverän durch das Spiel gehen, die Laning vernünftig spielen können und dann eben auch ihr eigenes Spiel zeigen können. Was du gerade auch angesprochen hast, das haben viele Teams das Problem, wenn sie im Early-Mid-Game sehr gut in der Lage sind, Spiele zu snowballen, aber dann einfach später nicht das Ganze finishen können. Das ist einfach dann die fehlende Erfahrung so ein Stück weit, aber auch einfach die fehlende Klasse als Team. Weil im Endeffekt sind das Spieler, die sich individuell wahrscheinlich alle nicht viel nehmen. Die haben sich alle in Solo-Queue schon 100-mal gesehen und haben sich auch alle gegenseitig schon mal geschlagen. Der rein individuelle Skill ist selten auf so einem Niveau ausschlaggebend dafür, welches Team jetzt tatsächlich gewinnt oder nicht. Klar, wir haben auch die Ausreißersituation, wo dann irgendeine Lane tatsächlich einfach mal 5-0 geht oder so. Kann ja passen. Das. Aber in der Regel ist das Teamplay das, was den Unterschied macht. Und das wird halt immer erst so ab der 15., 20. Minute richtig interessant. Weil Laning Phase spielen, das ist der leichte Part von League of Legends. Danach wird es erst schwer. Und da merkt man dann eben die Unterschiede, ob man dagegen ein Team spielt, was vielleicht ein Gaming-Haus hat, was dann vielleicht in der Liga ganz oben mitspielt und theoretisch auch schon mit LCS-Teams konkurrieren kann, was die Infrastruktur angeht, wie dann eben zum Beispiel in Giants. Oder aber ob man dann ein Team hat, was zwar stark ist, aber eben, wie du schon angesprochen hast, dann in den späteren Spielverläufen, wo man eben da noch Defizite merkt, dass sie da ihre Schwächen haben. Jetzt haben wir hier die Aufstellung von Enclave Gaming. Ja, wir swappen eben rein. Und das sieht ganz interessant aus. Also Rift auf der Top-Lane und Munk. Oh, oh, oh. Und da trete ich auf meine Grenzen. Munkis. Ja, ist ja auch immer kreative Freiheit als Caster, wie man Spieler ausspricht. Dann haben wir Erin in der Midlane, Bendy auf Botlane und Hardo auf Support. Hardo kann man auch kennen, auch schon länger in der Szene am Start. Aber ansonsten, ja, die Namen jetzt noch nicht
preisgeschmückt, sage ich mal. Kann sich aber ändern. Ja. Also ein European Masters Titel kann sich sehen lassen. Letztes Mal waren es ja Origin, die siegreich wurden. Diesmal haben wir ja tatsächlich nicht diese Wildcard-Mist dabei. Wir hatten ja Origin und ich glaube auch Mysterious Monkeys letztes Mal, die noch durch den Challenger Series Platz quasi den Slot gekriegt haben. Diesmal sind es wirklich nur die Top-Teams aus den Regionen. Das heißt, das Ganze da ein bisschen, ich werde nicht sagen fairer aufgestellt, aber ich meine, Origin kam halt an und hat sich halt $1 Milliarde in die Hand genommen, ein krasses Team gekauft. Ja. Das wird jetzt hier nicht der Fall sein. Dann sehen wir da ansonsten nochmal die Aufstellung von Giants. Können wir nochmal kurz rüberschalten. Da haben wir natürlich jede Lane schon mal performen sehen. Immer noch Joppa Toplane, Razok Jungle, Kastellan Mitte, Deadly AD Carry und Dennek auf Support. Und ich muss sagen, ich fand jetzt keiner von ihnen hat schlecht gespielt. Ja. Das Problem war einfach nur, dass ihre Comp, wenn sie Early Game nicht ahead kommen, wenn sie nicht die Kontrolle über das Spiel bekommen, sehr begrenzt war. Deadly zum Beispiel auch, super starker AD Carry, konnte aber mit Sivir gegen Vladimir nichts tun. Ja. Und ich finde, man hat sich nicht selber ins Aus gedraftet, aber man hat halt eine Teamcomp gedraftet, die early snowballen musste. Sonst hast du so viele Defizite gehabt und solch eindimensionale Comps zu draften, kann eben oft zum Verhängnis werden. Das macht halt eine gute Champ-Select aus, dass du nicht nur eine starke Phase hast, sondern dass du sagen kannst, wir können so das Spiel gewinnen. Ja, passiert. Okay, dann können wir so das Spiel gewinnen. Ja, gut, dann gehen wir über den Split-Push. Und das, finde ich, zeichnet ja ESGs Comps auch immer so ein bisschen aus. Dass die auch quasi in der Lage sind, verschiedene Winning-Conditions sich zu erdraften. Und das mit Champions, die man vielleicht gar nicht so weit nach oben raten würde. Ja? Gerade Argurin zum Beispiel auch, ein Jungler, der... Da bin ich mal wirklich gespannt, wie der hier in den European Masters performen wird. Weil für mich ist das einer der... Der super schwer einzuschätzen ist. Er, am Anfang, als ich die ersten paar Male bei ESG gesehen habe, war das immer noch so ein unbeschriebenes Blatt. Also ich meine, er hat ein Split bei Big gehabt, aber der Junge ist halt crazy. Und das ist dann halt immer High Risk, High Reward. Es gibt Games, wo man sagen kann, ja gut, der Junge, das lief nicht so gut. Aber gerade gegen Ende hat er eigentlich diese schlechten Spiele nicht mehr gehabt und er hat konstant gut performt, aber das in seinem eigenen Playstyle. Und ich bin gespannt, ob die European Master Jungler mit diesem Playstyle klarkommen werden. Weil Argurin ist eines der Zugpferde bei ESG, keine Frage. Und er bringt halt immer diese Craziness mit rein, ne? Was auch so ein Team manchmal vielleicht auch braucht, um für Überraschungsmomente zu sorgen. Und wir sind jetzt in der Pick- und Bann-Phase, Leute. Jawohl. Das swappen wir jetzt mal direkt rein für euch. Hier ist noch den Ton und dann sind wir wieder optimal aufgestellt. First Bann, erneut die Kindred. Haben wir heute schon mehrmals gesehen. Ja, die will man heute nicht sehen hier in der Europameisterschaft. Finde ich komisch. Also, es gibt natürlich Jungler, die sie gerne spielen, aber ehrlich gesagt, nach dem Nerf hat man sie in der Pro League ja kaum noch gesehen. Ja, also im Endeffekt ist es immer noch ein Jungler. Wir haben zum Beispiel im Halbfinale, glaube ich, auch von Inspired bei Maus gesehen, dass er damit das Game ziemlich hart carried hat. Ist aber auch wieder dieses Ding, du musst mit Kindred Early Game Snowball, sonst bist du einfach nicht wirklich relevant. Und hier trotzdem relevant genug, um als erst rausgebannt zu werden. Dann noch die Irelia rausgenommen. Kastellan hat im ersten Spiel, finde ich, eine solide Figur gemacht. Konnte das Spiel halt leider nicht wirklich aktiv bestimmen. Aber ob das jetzt an seinem Pick lag, kann man durchaus in Frage stellen. Ansonsten noch die Akali rausgenommen. Auch das ein Champion, der einfach Spiele wirklich übernehmen kann. Wenn die ahead kommt, 3-0, 4-0 ins Game kommt, dann ist es sehr, sehr schwer, sich gegen die noch gut aufzustellen. Auf alle Fälle. Also Akali einfach auch jemand, wenn du einen mechanisch starken Midlaner hast, dann tut das einfach viel. Vor allem diese unike Mechanik, einfach dich unsichtbar zu machen, ist immer ein bisschen unfair. Die will man eben nicht haben. Und wieder der Alistar First Pick. Also ich glaube, wir haben jetzt fast in jedem Spiel Alistar First Pick. Aber beide Games, wo man Alistar gefirst pickt und dann noch Kaiser damit gepackt hat, hat man das Spiel verloren. Ob es am Alistar lag, würde ich jetzt auf jeden Fall in Frage stellen. Es ist aber einfach ein sehr sicherer Pick, der die Botlane erstmal so ein bisschen, ich sag mal, aushebelt. Botlane passiert einfach nicht viel, wenn der Alistar eingeloggt wird meistens, außer vielleicht reingepusht zu werden. Auf der anderen Seite, war so früh wieder die Sivir? Würde mich jetzt wundern. Kaiser macht hier deutlich mehr Sinn. Weil also du hast eben die Möglichkeit, diese Kaiser-Alistar-Lane zu denyen und du hast zwar jetzt die Möglichkeit, für das Tristana-Matchup zu gehen, aber kannst dann theoretisch einfach wieder mit einem Tarm oder mit einem Braum das Ganze entschärfen. Und wenn Kaiser Tristana gegen sich spielen, ist Tristana ein bisschen mehr darauf angewiesen, die Lane zu gewinnen, weil Kaiser besser snowballt, besser scaled. Also jetzt haben wir das Matchup, das du vorhin angesprochen hast, eben genau das. Man hebelt sich so ein bisschen aus. Und da ist die Tristana, das heißt, du hast es komplett prognostiziert. Und die Ori, wer natürlich, hat im letzten Game nicht optimal funktioniert, aber vielleicht hier mit der einen oder anderen Shockwave, gerade im Verbund mit Alistar auf jeden Fall eine Gefahr. Natürlich kann Kaiser immer ein bisschen gegenarbeiten, aber mir gefällt mir gut. Bin gespannt, ob man jetzt auf der Seite von Giants die Midlane beantwortet. Das würde so ein bisschen Pressure rausnehmen. Also Kastellan könnte jetzt keinen Hardcarry in der Mitte wahrscheinlich spielen. Beziehungsweise er könnte nicht diesen Last-Pick ausnutzen, um sich wirklich die gesamte Comp anzugucken. Und man möchte den Midlane-Pick wirklich noch ein bisschen nach hinten verschieben. Sichert sich jetzt hier den Skarner, der
nochmal eine Stufe Engagement dazu bringt, gegen Alice dann natürlich nicht ganz so effektiv ist, aber zum Beispiel auch eine Uri auf eine QSS zwingt, was sehr unangenehm ist. Zwar nicht auf der Lane, ja, also da kann man durchaus auch ohne QSS klarkommen, aber später. Das blockt dann immer einen Item-Slot, ist nicht so nice. Und Skana, wie gesagt, haben wir im zweiten Spiel, was glaube ich auch sehr schön gesehen, gegen Maus, hat da gerade das Early-Game echt gut übernommen. Jetzt ja, sehen wir noch Olaf Buns. Tristana zum Beispiel perfekt gegen den Skana geeignet, auch mit dem Jump, mit der Ultimate. Aber dann natürlich auch die Gefahr, wenn du zu spät springst, kann der Skana dich auch wieder ranziehen. Ja. Alles so ein bisschen hin und her. Aber bisher gefallen mir eigentlich beide Champ-Selects ganz gut. Camille jetzt noch rausgenommen, hat Joppa im ersten Spiel auch schon performt, konnte damit zwar nicht carryen, aber sah trotzdem gut aus, also auf das kann man nicht anders sagen. Also leider konnte er mit seinem Gold ja nichts machen. Das hat man ja echt nicht oft gesehen, dass ein Team wirklich konstant mindestens 1000 bis 2000 Gold vorne ist, aber trotzdem verliert mit dem Goldlied, lustigerweise. Zack jetzt gebannt, das finde ich auch interesting. Sehe ich tatsächlich jetzt das erste Mal überhaupt wieder relevant in den letzten Monaten. Gar nicht auf dem Schirm gehabt oder auch nirgendwo eingeloggt gewesen. Lasst man jetzt hier für Enclave, ist die Frage, ob man sich jetzt noch einen starken Toplane-Carry rausnimmt. Da ist aber eigentlich gar nicht mehr so viel offen außerhalb von Irelia Camille. Man geht hier für die LeBlanc, damit da Ori ein bisschen angenehmeres Matchup hat. Das ist ja eben das Ding, wenn du die Ori Mitte blindpickst, dann musst du da durchaus auch nochmal den ein oder anderen Bann in die Mitte investieren, um einfach ein angenehmes Matchup zu haben. Last Pick wird wahrscheinlich dann trotzdem für die Mitte bleiben, auf der Seite von Giants. Und jetzt kann man sich hier... Der Ryze ist Ryze. Nee, das macht Sinn, das macht auf jeden Fall Sinn, weil du meintest ja auch, Joppa ist halt auf jeden Fall jemand, auf den Giants sehr viele Ressourcen parkt, der auch oft das Game übernimmt. Und du hast ja schon die Orianna gegen dich. Plus Ryze ist einfach ein sicherer Pick, der in vielen Situationen echt gut ist und hier auch ganz gut reinpasst. Also lässt du den Last Pick für die Camille offen. Nicht für die Camille, sondern für die Toplane offen. Einfach damit da das Winning Matchup auf jeden Fall am Start ist. Und Enclave wird sich wahrscheinlich für den Tank top. Ja, es ist also einfach auch für das ganze Team immer so schön, Ryze im Team zu haben, weil du kannst zum einen eben Split pushen ohne Ende und auf der anderen Seite hast du nicht nur Schaden, sondern auch mit der Ultimate für dein Team, gerade für den Skana angenehm. Wenn er mit dabei ist, kommt er ran, du kannst von 0 auf 100 eine Überzahlsituation generieren. Wird das jetzt hier werden? Also Ornn ist noch offen, aber für Enclave unglaublich unattraktiv, für Giants aber dafür umso attraktiver. Ich glaube, es wird hier wahrscheinlich ein Cyan. Ja. Keine schlechte Wahl, damit hast du auch wieder dieses Engage-Tool ein Stück weit, aber ist gegen Kaiser nicht ganz so angenehm zu spielen, weil sie halt einfach dein Q ohne Probleme dodgen kann. Last Big Guess für Giants. Also wenn man ins Tank-Gegen-Tank-Matchup gehen möchte, fände ich hier ein Ornn echt nicht verkehrt, weil du kannst mit der Kaiser auf die Ornn-Ultimate drauf ulten, du hast den Braum im eigenen Team, du hast guten Follow-Up mit dem CC von Braum-Ulti von Skana, aber Joppa möchte das Ganze gerne wieder ein bisschen Carry-lastiger spielen und geht jetzt hier für den Gangplank. Hat natürlich gegen Cyan nicht das angenehmste Matchup. Early Game wirst du da auch reingepusht und reingepokt, aber Gangplank outscaled natürlich in Cyan brachial. Und Enclave hat zwar guten, aber sehr eindimensionalen Engage. Der Engage ist sehr abhängig davon, ob Seju die Ultimate trifft oder nicht, weil ein Alistar, der wird ohne ersten Engage kaum die Haupt-Engage-Quelle sein können. Der kann nicht einfach auf die Gegner rauflaufen und in Range kommen. Das heißt, Seju wird da sehr viel mit der Ultimate arbeiten müssen und muss hier gegen Gangplank ran. Alles in allem, auf jeden Fall, gehen wir nochmal kurz auf uns. So, zack und zack. Und den Ton machen wir auch nochmal kurz aus. Und sind nochmal wie im Bild. Also auf jeden Fall wieder zwei Drafts, die mir gefallen persönlich. Beide Teams haben hier wieder so ein bisschen ihre eigene Winning Condition aufgebaut. Aber wir sehen ja eigentlich immer Teamfights. Also wir sehen selten diesen aktiven Splitpush, obwohl das eigentlich die Giants auch immer so ein bisschen ausgemacht hat. Man hat es auf jeden Fall mit GP jetzt auch, das was man im anderen Game dabei gegen sich hatte, diesen Carry-Faktor im Ultra-Late-Game. Also man ist diesmal auf eine komplett andere Richtung rausgegangen. Man hat insane Scaling. Kaiser Ryze gehört, glaube ich, zu den besten Carry-Duos, die du im Late-Game überhaupt haben kannst. Man kann ja auch Kaiser einfach auf den Ryze wie raufholten, theoretisch. Ja. Ansonsten hast du Top-Lane mit dem Gangplank sehr gutes Scaling. Du hast mit dem Braum gute Frontline, der auch vor allem den Alistar so ein bisschen negiert auf der Lane, auch Tristana ein bisschen schwächt. Und im Endeffekt, Giants finde ich diesmal auf jeden Fall mit einer einfacheren Comp. Ja, sie haben nicht diesen Timer, sie müssen nicht Risiken eingehen, um ahead zu kommen, sondern können sich sagen, wir scalen, wir sind Late-Game stark. Das Team von Enclave ist Late-Game aber auch nicht verkehrt. Ori, Tristana darf man nicht unterschätzen. Mit dem Seju-Pick zum Beispiel, aber glaube ich, hast du ein bisschen mehr Möglichkeiten, das Spiel tatsächlich auch aktiv zu gestalten. In der Mitte wird Ori wahrscheinlich wieder mit Clans spielen. Das macht es natürlich auch wieder unangenehmer, gegen Ryze zu spielen, weil der TP mitnehmen wird. Später wird Ryze auf die Sidelane swappen, wird dann in den Split-Push auch den Vorteil gegen Ori haben. Also ich glaube, desto länger das Spiel even ist, desto unangenehmer wird es für Enclave Gaming. Sie haben aber trotzdem keine Comp gepickt, die jetzt unbedingt im Early-Mid-Game wirklich weit nach vorne spielen kann. Sie haben zwar eine Tristana, wenn die Lane gewinnt,
Kann man auf jeden Fall mit Snowballen, aber gegen Alistair, gegen Braum Kaiser wird das nicht so einfach werden. Also bin ich gespannt, wie Enclave überhaupt das Spiel gestalten möchte. Ja, das muss man im Auge behalten. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man so ein bisschen, ja, mit der Seju kannst du auf jeden Fall arbeiten, denke ich. Und sonst hast du trotzdem Probleme. Du hast es gerade gesagt, du gehst Richtung Late Game, aber nicht in dieses Ultra Late Game. Wenn du einmal da Probleme hast, das hat man ja in der ersten Begegnung so ein bisschen gesehen, da hat man es auch andersweitig extrem gut gegen sie gedraftet, muss man sagen. Zum Beispiel der Gragas war insane. Der Gragas war wirklich gut. Aber du hast auf jeden Fall auch noch mehr Möglichkeiten, hier auf der Top Lane mit dem Gangplank zu arbeiten. Dazu noch mit dem Ryze, also ein 1-3-1 schreit förmlich danach, genau, wenn du einmal vorne bist. Und wie willst du dich dagegen wehren? Die Ori hat ein bisschen Wave Clear und danach musst du eigentlich für die Fights in der Mitte gehen, aber du hast trotzdem auch immer die Möglichkeiten dazu zu kommen. Gangplank Ult, Ryze Ult, du bist einfach dann da, hast Teleport. Und da muss man mal schauen. Also ich glaube, viel liegt an der Ori. Wenn die Ori eine Ulti hittet, du kriegst einen Engage, dann kann viel funktionieren. Auch vielleicht mal mit einem Catch oder so. Aber es ist alles immer so Heads und Wenn und Aber. Also ja, das müssen wir einfach schauen, auch wie die Vision, wie das Early Game läuft, wer sich da wirklich einen Vorteil erarbeiten kann. Auch die Drachen sind natürlich wichtig. Also wenn zum Beispiel Erddrachen im Game vorkommen und die in Richtung Gangplank gehen und Richtung Ryze, ja, GG. Also ich glaube, das war wirklich Vodafone Giants hier ein bisschen die angenehmere Ausgangslage hat. Sie haben ja eine Comp, die auf jeden Fall im Early Game aktiv werden kann. Ja, Braum ist immer ein Champion, mit dem du auch gute 2v2s forcen kannst. Kaiser ist da kein schlechter Champion, kann ihre Stacks selber schnell aufbauen durch den Braum, kann aber auch die von Braum schnell aufbauen durch ihren hohen Attack-Speed. Seju, wie gesagt, immer ein Jungler, mit dem man rechnen muss, gerade wenn man Midlaner ist. Also, ja, es wird wirklich nicht einfach für Enclave. Das Beste, was ihnen, glaube ich, passieren könnte, ist Botlane zu gewinnen. Mit der Tristana das Game ein bisschen zu snowballen, weil Kaiser, Tristana ist ein Matchup, was, finde ich, immer ein bisschen eher in Richtung Kaiser geht. Wenn aber Tristana ahead ist, kann sie das komplett snowballen, weil Tristana ist halt einer der outplaylosesten Champions, wenn sie ahead sind. Sie springt auf dich rauf, sie drückt E, sie rechtsklickt dich, du bist tot. Und Kaiser hat da wenig Counterplay, wenn sie eben vielleicht so 1000 Gold plus behind ist. Ja. Dazu zu kommen, wird aber nicht einfach werden. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen die Aufgabe, die sich Enclave jetzt stellen muss. Wie können wir um Botlane rumspielen? Weil Mitte wird unglaublich schwer, glaube ich. Also gegen diesen Ryze da vorzugehen, der wird die Lane einfach nur super safe runterspielen. Mit dem Teleport auch nie wirklich low droppen, keine Risiken eingehen wahrscheinlich. Toplane Gangplank, ja, ist angreifbar auf jeden Fall. Aber ist halt auch nicht unbedingt ein attraktives Gangstil. Mit Zion hast du jetzt auch nicht diesen sicheren CC gegen Gangplank. Wenn der Q trifft, ist ein Knock-Up, kann nicht unbedingt so gut geklänzt werden. Aber ich glaube, Botlane wird hier wieder den Unterschied machen in dem Game. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann nur zustimmen. Und du hast vorhin schon mal gesagt, der Zion im Early Game. Ich glaube, viel liegt an ihm. Wenn man es schafft, vielleicht lohnt sich vielleicht sogar aus dem Jungle da Ressourcen reinzustecken und zu sagen, hey, wir denyen den ganzen Typen. Und wenn Zion nämlich einmal vorne ist, hat er auch die Möglichkeit, das 1 gegen 1 für sich zu entscheiden tatsächlich. Zumindest wenn er halt wirklich vorne liegt. Und wir springen auch sofort rein ins Spiel. Enclave Gaming gegen die Giants aus Spanien, meine Freunde. So, und wir sehen Teleport bei Castellan und Cleanse bei Ehren. Wenig verwunderlich. Du hast Cleanse die Glaskugel alleine ausgepackt. Cleanse alleine wird aber nicht reichen gegen Skarna. Das ist ja das Problem. Er hat quasi im Endeffekt mit Cleanse die Möglichkeit, natürlich überhaupt erst nicht Skarna zu ermöglichen, die Gap zu closen. Ja, er kann den Ryze weg cleansen. Aber QSS wird früher oder später trotzdem am Start sein müssen. Und es wird jetzt halt vor allem interessant, wie man eben um die Early wahrscheinlich Winning Toplane rumspielt auf der Seite von Enclave, wie du angesprochen hast. Der Sion wird Early Game Druck gegen Gangplank haben, wird den aber auch nutzen müssen. Und ansonsten Botlane. Bin auch gespannt, ob Deadly diesmal performen kann. Also er ja auch einer der Shooting Stars hier in dem auf spanischen Team. Und ich meine, im letzten Spiel, ich kann es ihm nicht üben. Ja, natürlich. Er hat halt gegen Vladimir spielen müssen. Der flasht rein und du bist einfach tot ab einem gewissen Grad. Wenn dann noch ein GP dazu kommt. Also es war einfach unglaublich cool gedraftet. Und diesmal muss man eben schauen, dass man vielleicht selber mehr aus den Ressourcen macht, die man auch bekommt. Ich glaube, im letzten Spiel hattest du auch durchaus Möglichkeiten, vielleicht mehr für einen aggressiveren Play zu gehen, wenn du mehr Risiken eingehst. Und das hast du dich beim letzten Mal nicht getraut und diesmal sollst du aber die Plays machen können, ohne eben Risiko zu gehen, weil du erstmal, ich sag mal, besseren Draft auf der Gegnerseite für dich hast. Ja, das auf jeden Fall. Sehen, Munchkiss fängt mit dem Blue an, rotiert dann wahrscheinlich nach unten, also auch hier mirrorn sich die Jungler wieder so ein Stück weit. Werden Botlane Level 3 am Start sein. Ich bin auch gespannt auf die Tristana so ein bisschen. Also sie ja auch einer der stärksten ADCs und trotzdem sie auch einer der ADCs. Wenn man sie sieht, sie verliert auch regelmäßig. Das hast du auch mit einem Aatrox, finde ich. Ist ein starker Pick, aber man sieht ihn oft verlieren. Und da ist Botlane, Kaschelan. Aber das ist gewollt, glaube ich. Das ist gewollt. Eren jetzt sehr weit vorne und Razok ist auf dem Weg. Aber Eren spielt das hier clever. Wird es da vom E getroffen? Hat aber hier gerade eine gute Lane-Kontrolle. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, du hast natürlich gerade im Early Game, also Ryze muss ja immer ran, du hast die bessere Reichweite, kannst ihn poken, auch die Auto-Attacks von Ori nie zu unterschätzen und vor allem, wenn solange du Cleans hast, kannst du eben auch dir das erlauben, so zu spielen. Oh, und der Steal, ouch. Nee, ist das bitter. Razok und Danik jetzt hier im Mund. Ignite. Razok ist down. First Blood. Adly auch nicht so effektiv. Oh, der Shield. Der Shield rettet hier nochmal den Alistar und Tristana geht da jetzt hinterher und da kommt der Stun hinterher und das ist der nächste Kill, höchstwahrscheinlich. Ja, safe. Ein wen geht da? Kann man den noch scheren? Slow geht drauf und Tristana nimmt ihn sich mit, also perfekter Start hier für die Engländer. Ja, richtig gut. Das ist terrible wieder für Giants. Early Game jetzt vor allem die Tristana mit einem Kill, mit der Möglichkeit ein bisschen zu snowballen und das halt einfach durch ein sehr simples Player, einfach mal die Krabbe da contestet und Giants sich aber auch brutal überschätzt. Ich weiß nicht, was sie dazu vermutet hat oder veranlagt hat, hier das 2 gegen 2 zu contesten, ja. Als Braumscanner hast du einfach nicht genug Damage, um hier durch diese Seju Alistar durchzukommen. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Also so schön auf 26 Leben, so, und dann jetzt geht aber, Alistar. Razok hätte jederzeit rausgehen können, respektet aber nicht die Seju. Schöner Flash dann auch nochmal von Munchkiss und Razok dann keine Chance zu agieren. Deadly wird dann hier auch nochmal gezwungen zu flashen. Also das Ganze auch super unkoordiniert. Die Midlane von Giants rotiert ja nicht mal. Also auch noch eine Überzahlsituation für Enclave. Richtig schönes Early Game. Toplane läuft es gerade überraschenderweise. Anscheinend so, dass Jobber da Druck macht. Also ich hätte gerade, okay, natürlich, er war noch nicht Base, ihm fehlt noch diese Tankiness. Es kann sein, dass dann ab dem ersten Recall sich das Ganze verschiebt. Aber ich habe es trotzdem jetzt von Anfang an echt so erwartet, dass Zion hier bessere Push-Power hat, einfach mit weniger Mana mehr machen kann. Läuft auf jeden Fall auf der Top-Side ganz okay für die Spanier bisher. Mal schauen, ob man das halten kann oder ob man eben da ab so in, sag mal, 1 bis 2 Minuten eben doch zurückfällt. Ja, Rift hat da nicht so viel Spaß. Ist ja auch noch nicht back gewesen, das ist sehr gefährlich. Jobber setzt jetzt hier für den All-In an und Riff wird jetzt wahrscheinlich seinen Flash verlieren. Oh, Q und 2. 1. Ein Q soll er noch durchkommen. Oh, Flash für Flash. Also das war noch das Beste, was er da rausholen konnte. Ja, war ein bisschen greedy von Jobber, weil das Problem ist, er hat seinen Teleport schon raus. Er muss jetzt gleich nochmal Base gehen. Und Riff, er ist auch flashlos, aber er kann jetzt eben frisch aus der Base kommen. Also bessere Ausgangslage für Rift auf der Lane. Botlane währenddessen jetzt die Push-Pressure auf der Seite von Enclave. Die Tristana ist hier gut dabei, hat eben noch nicht das Killgold ausgegeben. Also aktuell macht sich der Kill noch nicht bemerkbar. Aber Tristana generell Early Game mit bisschen besserem Push als Kaiser durch ihre E-Passive einfach. Midlane ebenfalls ganz gute Pressure für Eren. Immer wieder schön anzusehen, was Ryze mit seinen Fähigkeiten machen kann. Knallt seine Fähigkeiten rein, Wave ist weg. Auch natürlich jetzt geht's ja noch. Aber das wird noch schlimmer. Und du hast gerade gesagt, Tristana hat natürlich eine stärkere Push-Power, dafür Kaiser den sichereren Schaden. Also sie drückt halt so ihre Tasten und dann geht der Schaden raus, kann rausgehen, hat den Trade gewonnen, so gefühlt. Und trotzdem natürlich Tristana schon mit dem Kill mehr. Und wenn sie einmal Base geht, hat sie trotzdem, glaube ich, den entscheidenden Vorteil, um Zelayne weiter nach vorne zu tragen. Und Jobber muss hier aufpassen. Also er hat keinen Flash mehr. Wird jetzt hier auch gegankt und es trifft auch die CC, von der kann er sich befreien. Die Frage, reicht das? Nein, das ist der Kill. Auf Cooldown? Wow, also ich hätte gedacht, er kann sich befreien, aber war wohl auf Cooldown. Das ist bitter. Und das, finde ich, stellt halt auch nochmal diesen Early-Flash-Versuch in Frage. Ja. Also so ein aggressiver Flash ist tatsächlich oft nicht worth, weil du dich dadurch selber angreifbarer machst. Und als Gangplank bist du genau der, der im Early-Game eigentlich safe spielen möchte und erstmal ins Scaling reinkommen will. Klar, ich kann verstehen, dass es attraktiv ist, so eine Lane dann auch mal im Alleingang zu gewinnen, aber gerade gegen eine Sage keinen Flash zu haben, kann extrem schnell nach hinten losgehen und ist jetzt hier auch sehr gut bestraft worden von Enclave. Ist jetzt auch weiterhin im Nachteil, also du hast jetzt eine Menge verloren, Minions, Erfahrung, Gold, hast keinen Teleport, der Flash, das nutzt man jetzt hier so ein bisschen aus. Naja, die Frage ist, ob Seju da weiterkämpft, könnte sich lohnen, weil man eben Jobber einfach rausnimmt und du hast auf den anderen Lanes eben auch Champions, die relativ even sich wohlfühlen, sage ich. Ich meine, der einzige Risikofaktor, der akute Risikofaktor, was wirklich, dass der GP hier eskaliert auf der Top-Lane und von Anfang an diesen Split-Push aufziehen kann. Jetzt sieht es eher so, als könnte er es nicht machen. Seju jetzt auch mit 2 Kills dabei, auch sie im Jungle also jetzt in der Lage, vielleicht das ein oder andere auf die Lane zu tragen. Razorock weiterhin dabei, im Jungle zu farmen. Auch was man mit Skarner ganz gut machen kann, hat ja eine Wave, die er sich durchaus sehen lassen kann. Und mit Level 6 darauf baut er hier gerade eben schnell, dieses Level 6 zu erreichen. Macht ja auch Sinn, weil er kann dann eben Flash engagen und einen Pick holen. Ja, und dann hat man jetzt hier gerade diese Push-Pressure, von der ich gesprochen habe. Als Tristana ist es enorm wertvoll und
genau in der Situation willst du sein. Du willst die Lane aggressiv nach vorne spielen, du willst Turret Damage machen und du willst diesen Turm auch als zuerstes einreißen, weil als Tristana bist du sehr gut in der Lage, von Lane zu rotieren und die Türme einzureißen. Von behind zu spielen ist als Tristana aber sehr, sehr unangenehm. Dementsprechend umso besser für Enclave, dass sie sich Early Game gerade auch im Bot-Zeit rum so gut durchsetzen konnten. Sind jetzt hier knapp 2k Gold vorne. Toplane allerdings der erste Gank für Giants. Jetzt Razok ist Level 6. Rift hat kein Flash. Oh. Schön gemacht. Aber reicht der Schaden, ist da so ein bisschen die Frage. Ja, vermutlich. Ja, okay. Slow das ist der Key. Stark. Also, ich meine, Razok hat den Flash verloren. Er hat es aber auch stark gemacht. Ja. Vor die Saiyan-Ult zu flashen, ist inzwischen gang und gäbe. Man kriegt hier aber nochmal die ganze Wave geklärt, dank der Saiyan-Passive und auch den Tiamat. Also, man verhindert da Schlimmeres. Botlane fällt auch der Turm langsam aber sicher in sich zusammen. Also, der Kill ist nice, ist vor allem nice für Yuppa, um da die Lane ein bisschen besser spielen zu können. Aber es bringt so ein bisschen den Gameplan von Giants, es bringt die nicht wirklich voran und es hindert Enclave auch nicht an dem, was sie sowieso vorhaben. Sie wollen um Botlane jetzt wahrscheinlich rumspielen, sie wollen den Turret da bald einreißen. Wobei aktuell müssen sie nicht mal um Botlane rumspielen. Der reine Push reicht ja schon, weil als Braum-Kaiser kannst du eine Tristana auch nicht engagen. Die kann jedes Mal einfach den Turret angreifen. Und wenn dann Braum Q trifft, geht's halt raus. Und in Notfall hat sie immer noch ihren Sprung. Da kann nichts anbrennen. Ich denke auch. Also sieht hier ganz gut aus, wie die Botlane auf der Topside jetzt wieder ein bisschen ausgeglichen hat. Es war ganz wichtig hier für Yoppa diesen Kill zu holen. Dass er die Wave noch mitgenommen hat, war natürlich extrem gut hier für den Saiyan. Und andererseits, wir sehen, es ist ein Erddrache. Und Erddrachen mit Tristana, das ist angenehm. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn hier demnächst der Turm fällt, wüsste ich nicht, wer sie aufhalten soll, diesen Erddrachen dann auch for free zu nehmen. Und ja, ich denke mal, der Drache wird jetzt hier auch wahrscheinlich... Oh, bitter. Oh, das ist eklig. Aber ich weiß nicht, ob wir den Drachen sofort angehen sollten. Botlane war noch nicht Base. Ich denke, man sollte erst den Turm nehmen, Vision aufbauen, dann kann man, denke ich, für den Drachen gehen. Vielleicht sogar mit einer Überzahlsituation, denn weil eine Ori hat natürlich auch eine starke Pushpower. Hat ein Ryze auch, aber eine Ori doch im Early jetzt Game ein bisschen stärker dabei. Auf jeden Fall. Also hier sollte man eine Überzahlsituation entstehen lassen können. Man sieht es auch, Bluff wird von Razok angegangen. Munkis versucht das Ganze hier zu contesten, ist leveltechnisch behind, hat aber die Pushing Botlane. Die können jetzt hier hinrotieren und diesen Buff contesten. Geht aber trotzdem ans Garner das Ganze. Vision ist hier noch da, ein bisschen greedy, ja. Geht hier richtigerweise raus. Drache wird noch nicht angegangen. Also ist jetzt halt die Frage, Giants, ob sie versuchen wollen, den Botlane-Dive, den Tower, den Drachen, ob sie das versuchen wollen zu contesten oder ob sie sich sagen, wir machen Cross-Map-Play. Oh, jetzt kommt der Engage hier auf die Ori, die hat noch Glance Up, aber das reicht eben nicht für beide Fähigkeiten und das war eine Ryze-Ult aus dem Bilder. Ja, das, warum? Warum nutzt du da deine Summoners? Oh! Schade, ich dachte, sie kommt raus. Ja, aber ich meine, im schlimmsten Fall muss Kasche da noch hinterherflashen. Ich meine, das hat Eren noch echt gut gespielt, aber er ist tot gewesen. Ja. Er ist da outplayed worden, es war eine godlike Ryze Ultimate. Ja. Da jetzt aber auch noch beide Summoners zu usen, finde ich ziemlich greedy. Vor allem, du hast nichts dafür bekommen im Endeffekt. Also Seju Ult ist jetzt auch noch draus, das ist jetzt auch ihr Gankpotenzial weniger. Es war ein nice Try, es sah hübsch aus, aber der letzte Auto-Attack hat eben gereicht. Kastellan ist noch nicht fertig, eben erst Midlane den Kill bekommen, Toplane jetzt hier nochmal gepressured, aber man entscheidet sich dann doch wegzugehen und mal ein bisschen geschnuppert, wie das hier Toplane aussieht. Ich meine, Sein ist auch kein attraktiver... Ja, und der hat eine Stopwatch, also genau, den Diven, Stopwatch. Das... Du darfst ja auch nicht vergessen, dass wenn du Saiyan erfolgreich divest, kommt dann nochmal seine Passive an. Ja. War viel interessanter für Enclave ist jetzt hier die Botlane. Tristana war noch nicht Base, glaube ich. Muss jetzt auf jeden Fall erstmal weggehen, aber der Turm ist schon echt angeschlagen. Also, Giants muss jetzt entweder versuchen, eben ein schnelles Crossmap-Play zu machen. Zum Beispiel den Herald zu holen, damit den Toplane-Turm zu bedrohen. Oder aber sie müssen schauen, ob sie Botlane den Dive verhindern können oder den Turm irgendwie verteidigen können. Aber es sieht gerade nicht so aus, als würde man da wirklich reagieren. Also Seju am Buff, ganz normal. Könnte natürlich reagieren, andererseits. Ja, also ich denke Seju, wenn sie dabei ist, mit ihrer Ultimate, die demnächst auch wieder zur Verfügung ist, sollte man diesen Turm safe haben. Skarner auf der anderen Seite orientiert sich eben ja auch Richtung Topside. Also nicht nur, dass man hier den Turm vermutlich demnächst abgibt mit der Rotation, sondern auch den Drachen gefährdet. Ich meine jetzt gerade, man könnte Richtung Herald gehen. Es sieht auch so aus, als könnte man das jetzt machen. Aber auch GP ist eben... Oh, holt sich hier gerade vielleicht. Aber Skarner wieder auf dem Weg. Aber er hat immer noch die Stopwatch. Also ich finde es relativ riskant. Er geht hier auch für die Hydra-Variante. Vor allem die Rotation. Also man sieht Giants, die wollen den Turret-Bot aufgeben. Die versuchen, Crossmap-Play zu machen. Das ist halt immer so ein bisschen die einfachere Antwort, wenn du behind bist. Einfach auf der anderen Seite der Karte in der Überzahlsituation Objectives holen. Trotzdem ist das für Enclave extrem nice. Tristana kriegt First Blood Turret Gold Solo. Ja, und der ist jetzt extrem weit vorne. Mountain Drake wird auch abgegeben werden. Also, das ist zwar das
wahrscheinlich Beste, was Giants jetzt gerade rausholen kann, aber es ist trotzdem alles andere als angenehm für sie. Tristana ist also auf 20 CS schon vorne. Vielleicht kannst du jetzt direkt mit dem Herald eben noch den T1 auf der Topside holen, weil da ist eben jetzt niemand und du bist zu viert da oben. Wäre eine Möglichkeit, um zumindest noch diesen Tower- und Objekttausch irgendwie einzugehen, aber man darf eben nicht vergessen, Mountain-Drache ist so viel wert, gerade auf einer Tristana, die ja so schon die Türme schreddert und man entscheidet sich hier den Herald noch aufzusparen, will ihn vielleicht für die Mitte später einsetzen, weil es der wichtigste Turm ist. Aber auch hier, da sehen wir schon wieder, wie viel Pressure man hat. Also, Enclave Gaming macht das hier sauber. Man bekommt jetzt ja auch den T1-Turm in der Mitte, kriegt noch mehr Gold und öffnet jetzt komplett die Map. Ja, richtig schön. Mit der Tristana ist schon den zweiten Turm eingerissen. Vor allem den mittleren Turm so einfach zu bekommen, das ist schon echt wertvoll. Ist jetzt goldtechnisch hier auch 1000 Gold vorne, das Team aus Großbritannien. Jetzt müssen wir aber aufpassen, Erin hat noch keine Summoners. Oh, das war so greedy, da back zu porten. Und vor allem, wenn du jetzt noch deinen Flash-Hack gehabt hättest. Jetzt kommt der Herald in die Mitte wahrscheinlich. Das war so greedy da von Erin an der Stelle. Ja. Herald wird allerdings nicht geplaced. Ja, man hat dafür jetzt aber auch gerade Toplane nochmal Push von Deadly. Also der wird den Turm da oben wahrscheinlich bald einreißen können. Also es ist ein sehr ausgeglichenes Spiel immer noch, was jetzt die letzten Minuten extrem viel an Tempo gewonnen hat. Währenddessen sucht man Botlane vielleicht die Dive-Möglichkeit. Aber diesen Saiyan, ich glaube nicht, dass du den noch effektiv diven kannst mit zwei Mann. Macht auch keinen Sinn. Also vor allem, er wird immer tankiger, er hat eine Stopwatch, hat seine Passive. Und jetzt engaged man hier aber mit der Seju halt. Schönes Ding hier von Alistar, der hier aber leider das Shutdown Gold kassiert. Ja, das ist bitter. Also Tristana hätte sich dabei vermutlich gefreut. Das ist wirklich bitter. Ich meine, klar, im Prinzip ist so ein bisschen die goldene Regel, du machst einfach Schaden und willst hier nicht das Risiko eingehen, dass jemand wegkommt, weil du jemanden den Kill giften wolltest, aber hier war es eigentlich schon ein 100%iger Kill. Ist sehr ärgerlich, weil die Tristana ist schon weit vorne, jetzt aber nochmal 600 extra Gold, das hätte so das Fass zum Überlaufen bringen können. Ja. So allerdings hat sich Hado immerhin ein bisschen Tankiness gönnen können. Insgesamt, wie gesagt, das Spiel absolut even. Ich würde sagen, große Stärken von Enclave sind eben gerade die Tristana und auch ein Stück weit die Seju, die hier immer noch mit 100% Kill-Participation am Start ist und schon echt gut das Spiel so ein bisschen fürs Team gestalten konnte. Auf der anderen Seite hast du einen Ryze, der hier in zwei Kills ausgestattet ist, der inzwischen sehr gut an seine Items kommt. Du hast einen Gangplank, der bisher relativ free scalen konnte und jetzt auch schon Trinity hat. Aber du hast bei Giants noch nicht diesen Punkt erreicht, wo ich sage, einer ihrer Champions spiked richtig hart und ist eine große Gefahr fürs Gegnerteam. Also ich glaube, sie wollen weiterhin einzelne Catches mit der Skarner-Ult machen und vor allem übers Cross-Map-Play kommen. Also im Prinzip das 5 gegen 5 gegen Enclave verhindern und immer von ihnen wegrotieren und einfach auf den anderen Seiten der Karte das Spiel even halten. Wobei das gegen eine Tristana auch nicht so einfach ist, weil es gibt wenig Champions, die besser pushen als Tristana. Mit den Ehren das nächste Mal angegangen und das wird er nicht überleben. Oder? Er flasht wieder. Aber man trifft nicht, flasht hinterher und das ist der Kill und er verabschiedet sich hier wieder. Und jetzt hast du hier auch noch die Sejuani, die da ganz alleine ist. Da springt man ran und holt sich fast den Double Kill. Shutdown Gold an Joppa, der natürlich damit auch eine Menge anfangen kann. Jetzt der Held. Das werden zwei Turrets wahrscheinlich. Wow. Ganz stark. Also da hat Enclave sich gerade ordentlich ins Bein geschossen und wieder über die Mitte. Also Erin da leider wieder ein bisschen out of position und man muss hier aufpassen. Sie sagen, nach einem Turret bereits reicht. Ist okay. Ist okay. Deswegen sind die Todeszeiten noch nicht so lang und Ryze auf der Sideline gerade gut am Pushen. Aber im Prinzip ist genau das, was Giants möchte. Einzelne Catches mit dieser Braum, Skarner, Ryze-Möglichkeit. Aber es war auch wieder ein bisschen einfach. Im Endeffekt hat Erin einen Q vom Braum kassiert und da war er schon tot. Und er hat eben den Wave-Clear. Also er muss sicher stehen. Man weiß, man hat den Herald gegen sich. Man sieht zu wenig auf der Map. Man sieht nur den River. Du kannst es dir nicht erlauben, so offensiv zu stehen als Ori. Ori. Naja, jedenfalls schade hier an der Stelle. Ich glaube, wenn er sich nicht ganz so oft abholen lässt, jetzt auch in der Zukunft, kann er auf jeden Fall ein Faktor sein, eben auch dieses Spiel deutlich zu verlangsamen. Jetzt auch Giants das erste Mal goldtechnisch wirklich vorne. Also ein Riesenvorteil ist es nicht, aber es sind immer 1000 Gold. Davor waren sie immer knapp 1000 Gold behind. Demzufolge muss man jetzt mal schauen. Tristana natürlich immer noch mit Möglichkeiten, aber dadurch, dass sie eben auch langsam nicht mehr so viele Ressourcen abbekommen hat, sie jetzt auch gerade so ein bisschen neutralisiert ist. Oh, Erin. Und es sieht wieder schlecht gegen eins. Möchte Kaschan anscheinend nicht eingehen. Er hat halt nicht die Vision im Jungle, ist das Problem. Ja. Er weiß jetzt nicht, der Saiyan kann er da gleich hinulten, die Seju kommt da gleich in Ult, möchte das Risiko nicht eingehen. Aber im Endeffekt hat jetzt Enclave extrem viel Momentum verloren. Sie waren jetzt eigentlich gerade am Drücker, wollten mit der Tristana hin und her rotieren und Turrets einreißen, sind jetzt aber auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Goldtechnisch nur 1000 Gold hin, das ist absolut verkraftbar. Aber jetzt etabliert sich langsam aber sicher dieses 1-3-1 bei den Giants. Der Ryze, der wird jetzt eigentlich nur noch auf der Sidelane unterwegs sein, wird Ori dementsprechend auch auf eine Sidelane zwingen. Und Erin ist jetzt schon dreimal abgeholt worden in der Midlane, wo der Turret noch stand. Ja. Auf einer Sidelane ohne Turret, ohne Sums gegen den Ryze zu überleben,
Das also, wird unmöglich. Man muss hier auch wirklich an der Vision arbeiten. Wir schauen uns mal kurz die Wards an. Beide Seiten haben jetzt nicht hier die ultra vielen Wards, aber das macht Giant schon besser. Die haben zumindest ein paar zu stehen auf der blauen Seite. Man sieht viel zu wenig. Jetzt stellt man zwar ein paar und trotzdem, also jetzt gerade im eigenen Jungle sollte man halbwegs safe sein auf der Topside durch den Pink Ward, der ist da geschickt gestellt. Und trotzdem, man nutzt hier Skarner perfekt aus. Also er setzt die Ori unter Druck und damit auch das begehrteste Ziel, weil gegen eine Tristana, wir haben es vorhin mal erwähnt, ist es immer schwierig für einen Skarner was zu machen. Und auch Deadly performt jetzt hier langsam ganz gut, trifft hier. Aber dazu engagen wir, denke ich, reinster. Oh, Botlane ist der Dive-Versuch. Stopwatch ist immer noch da. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Q jetzt hier von Sein allerdings nicht so gut verwendet. Joppa kriegt viel zu viel Damage. Also das ist kein cleaner Dive. Oh. Rift hat sein... Ja, erstmal nutzt er die Ultimate, um hier rauszukommen. Saved sich also die Stopwatch. Also das war wirklich nicht gut gespielt. Man hätte jederzeit mit der Gangplank-Ulti agieren können. Ich denke, Ryze auch der deutlich bessere Spieler, um Early die Turret-Aggro zu übernehmen. Aber man bekommt den Turm. Und das ist letztendlich das, was man wollte. Also alles im Lot jetzt hier. Aber tauscht aber. Genau, klar ist diesmal diejenigen mit dem Crossmap-Play. Und als Tristana... Die gehen sogar für den T2 so ein bisschen, aber wollen zumindest vielleicht einen Catch gehen, oder? Ja, sie sind zu viert oben, also man kann den für den Dive gehen und danach für den Turm. Oh, schönes Gut. Richtig gut predicted das Ganze. Scoutet, ja. Damit bekommt man nichts. Und dafür bekommt man vielleicht was auf der anderen Seite, nämlich den Drachen. Joppa ist hier gerade mit dem GP ordentlich dran und der hat inzwischen auch Schaden. Also sein Trinity ja schon etwas länger fertig. Deadly kommt jetzt ebenfalls dazu. Damit bekommt man hier den ersten Drachen auf für sein Team. Ist ein Cloud. Aber danach kommt nochmal ein Mountain und der ist natürlich noch umso wichtiger. Man muss auch sagen, Cloud Drake nie zu unterschätzen. Ich meine, einer, den spürt man nicht so ganz. Ja, es ist ein nettes Gimmick, weil es ist Movement Speed. Es steht hier gerade auf einem Ryze und Skarner extrem gut. Aber ab dem zweiten wird es, finde ich, sogar sehr angenehm, weil im Endeffekt Movement Speed ja etwas ist, was sehr entscheidend ist für Roams, für Teamfights und gerade nach dem letzten Buff vom Drake, der schon eine Weile her ist, aber durchaus auch ein sinnvoller Drache. Und Ori sichert sich hier den Blue. Wir haben jetzt Firecan fertig bei Bendy auf der Tristana. Deadly braucht mit seiner Kaiser noch ein kleines bisschen, um zu scannen. Rageblade wird dann nochmal ein sehr wichtiger Powerspike werden. Und später wird wahrscheinlich Deadly im Teamfight auch eine größere Relevanz haben. Ja. Er kann mit seiner Passive die Tanks einfach so hart runterschredden. Bendy hat natürlich weniger Frontline vor sich, deutlich weniger. Aber er ist dafür auch deutlich härter bedroht. Und ich bin gespannt, wann er sich für die QSS entscheiden wird. Es gibt immer so zwei Sachen. Entweder du gehst als Tristana den sicheren Weg, sagst dir irgendwann, okay, ich habe jetzt meine Damage-Items, ich gehe jetzt auf QSS, um sicher zu sein. Oder... Du wartest so lange, bis du einen Fight von dem Skarner genudelt wirst. Und der ist dann, Mensch, ich brauche eine QSS. Aber das kann dann manchmal ein bisschen zu spät sein. Jetzt aber erstmal auf den Damage zu gehen, ist völlig richtig. Und du hast es ja schon mehrmals angesprochen, der Skarner wird es auch nicht einfach haben, überhaupt an die Tristana ranzukommen. Ohne Flash ist das eigentlich unmöglich, wenn eine Bendy hier nicht brutal out of position ist. Trotzdem merkt man, dass die Kontrolle von Giants gerade immer besser wird. Midlane hast du die Push-Pressure, das Side in der Gangplank fühlt sich sehr, sehr wohl. Ryze auf der Seite sollte gegen Ori auch ein einfacheres Matchup haben. Da ist aber aktuell noch die Sage am Start. Oh. Könnte jetzt hier gleich zu einem Fight führen, aber Giants ist gerade noch nicht so richtig bereit, hier für diesen Engage zu gehen. Ja, also muss man jetzt ja auch nicht machen. Die anderen sind ebenfalls dabei. Das 2 gegen 2 hätte man gerade suchen können, aber musste man auch nicht. Und Skarner geht für den Play. Aber das ist eben genau das Ding mit Tristana. Und jetzt hat Skarner kein Flash mehr, aber man nutzt das trotzdem. GP-Ult geht raus und jetzt hat man dann 4 gegen 1. Und da wird er sich wohl verabschieden, auch wenn Alistar da ewig aushält. Ja, Alistar hat vorhin die ganze Zeit Flash gehabt, aber er ist so hart CC geworden. Er ist in der Ultimate von 100 auf 0 im CC geburstet worden. Also eigentlich hat man den Engage da ganz gut vereitelt. Bendy mit einer richtig schönen Tristana-W. Aber... Immerhin ein Kill für Giants, ändert aber nichts an der aktuellen Situation. Midlane werden sie weiter reingepusht. Ryze Ori-Ult trifft Braum hier und er wird jetzt hier komplett engaged. Das reicht das, ist die Frage. Nein, Stundenglas bzw. Stopwatch geht raus. Ist noch ready. Vielleicht wird der Moment kommen. Deadly, der will jetzt hier richtig schön aufräumen. Jetzt kann die Ultimate kommen. Dazu. Jetzt geht sie rein und das tut eben weh. Der erste Kill geht an hier, Gangplank. Ori wurde abgeholt und Kaiser weiß. Oh, Bendy, macht das nicht gut. Dreht das Ganze nochmal. Double Kill jetzt hier für ihn, aber auch für GP. Auch er holt hier den zweiten Kill, während die Sion passive. Und Suicide holt sich den GP ab. Holy crap. Shutdown. Also das haben hier beide Seiten extrem gut gespielt. Vor allem Deadly und Bendy, beide AD Carries, haben hier ihr Team nochmal ordentlich lange im Fight gehalten. Am Ende 4 zu 3 Trade für Giants, beziehungsweise eigentlich hat man den Alistar ja auch noch abgeholt, also 5 zu 3 Trade, kleines verzögertes Ace. Kaiser jetzt mit 3-0-3 extrem gut im Spiel. Ja. Aber wie gesagt, Bendy auf der Tristana hat ja auch einen richtig, richtig guten Job gemacht und das ist weiterhin ein echt knappes Spiel. Also hier sehen wir mal dieses sicke Ding.
erstmal keine schlechte Ult. Man trifft zwar nur den Supporter, versucht ihn hier rauszunehmen, aber die Stopwatch. Einfach ein Item, das heiß begehrt ist momentan und so viel anrichtet. Und jetzt kommt Ryze von der Seite. Die Ultimate kommt da jetzt ebenfalls, trifft die Uri und jetzt kann man da reingehen. Das Problem war hier einfach, dass Deadly zu viel Free Damage durchgekriegt hat. Benny hat das Ganze nochmal echt gut geturnt und hat hier zwei Kills mit einem aggressiven W bekommen. Ja, aber Ryze, aber erstens der Ryze schon und dann eigentlich hauptsächlich auch Deadly, der hier wirklich. Der hat wahrscheinlich drei Viertel des gesamten Team-Damages gehabt. Ich verstehe auch nicht, warum du für diesen Fight gehst. Du bist in Unterzahl, du hast eine Menge draus gerissen, du konntest die Midlane einpushen und gehst trotzdem dieses Risiko ein, obwohl du so mobil bist mit Ryze und Kaiser. Im Endeffekt, war es einfach ein zu großes Risiko. Man versucht es, aber Enclave Gaming ist ja dafür bekannt, eben diese offensive Spielarten zu machen. Darum Glaskanone. Manchmal geht die Kanone eben kaputt. Aber hier ist noch gar nichts over. Bendy hat Ultimate noch nicht ready. Und Hado, die schon. Warum? Ah, aber man geht jedes Mal für den Alistair. Jetzt schau euch wieder an. Darf er sich bewegen? Darf er sich bewegen? Ob er sich bewegen darf? Er darf es nicht. Er darf sich in die Base bewegen. Aber die paar Schritte reichen nicht. Oh, Feierult! Shutdown, mal wieder. Kaiser ist tot. Oriult geht ebenfalls raus. Und jetzt kann man hier für den Chase gehen. Tristana nutzt den Jump nochmal offensiv. Und das sind drei Kills jetzt hier. Und das ist eben die Gefahr, wenn du deine Cooldowns für den Alistair benutzt, ja? Sie haben sich sehr viel auf den Alistair gestürzt, sehr viele Cooldowns benutzt und im Endeffekt sich auch positionstechnisch bisschen zu aggressiv verhalten. Deadly vor allem. Er ist in die Sign-Ult reingekracht und dann konnte Bendy einfach rechtsklick tun. Aber das ist ein gefährlicher Spot. Und das ist die Pause. Disconnect von Ryze. Rage Quits. Natürlich bitter. Dann gehen wir nochmal ganz kurz auf uns, liebe Leute. Hier. Zack. Und zack. Moin. Da sind wir nochmal für euch. Absolutes Kopf an Kopf rein bisher, muss man sagen. Also wenn der Baron jetzt an sie geht, aber es ist ein gefährlicher Spot. Also gegen GP, wenn er ein bisschen Schaden macht, trotzdem. Aber sie sind halt schon in einer massiven Überzahlsituation. Ja. Also ich denke, das sollte ein safer Nash sein. Vielleicht kann man da seitens Giants noch ein bisschen was drehen. Im Endeffekt jetzt kurze Pause, weil Cash Lillard DC hat, war ja sehr nah am Nash-Pit, also wird da auf jeden Fall eine große Rolle spielen, ob dieser Nash free wird oder nicht. Aber sehr schönes Comeback von Enclave, hat mir gut gefallen, aber auch wieder basierend auf einem zu optimistischen Engage von Giants. Ja. Sie wollten für die Tristana gehen, Tristana ist rausgekommen, man geht für den Alistair, hat okayisch funktioniert, aber wie gesagt, man hat A, sehr lange gebraucht für den Alistair, das heißt, die Gegner konnten sich richtig positionieren, sein konnte mit der Ultimate dazukommen und man hat sich selbst vor allem auch viel zu sehr out of position begeben, um den Alistair zu töten. Du darfst als Kaiser niemals von einer Saiyan Ultimate getroffen werden. Ja. Weil sonst ist Zapfen. Auf alle Fälle. Ja. Also man muss halt auch sagen, die Alistair Ult hat mir richtig gut gefallen. Er wurde ein bisschen sesit, hat schon geahnt, da kommen gleich alle, knallt die Ult an. Er kauft so viel Zeit für sein Team. Also ist schon nice gemacht. Und es geht weiter. Wir gehen natürlich wieder direkt rein. So, und jetzt den Nash. 2K-Leben hat er noch. Guter Damage hier von Joppa und Kaschel, aber das Ganze muss safe sein hier. Zack. Oh, ja, aber Tristana. Oh, aber der Schaden von Ryze, holy crap, und Zion wird sich hier noch verabschieden. Shutdown Gold für Joppa. Ja, Zion wurde gerade so ein bisschen geopfert. Der danced ein bisschen rum. Ist aber ein absolut verkraftbarer Verlust. Auf Nash für Enclave. Insgesamt im Gold immer noch hinten. Also aber jetzt kann man, denke ich, endlich auch Türme einreißen. Es steht hier die ganze Zeit schon 3-3 dabei. Und wenn man jetzt hier was bekommt, ist das eine Menge wert. Aber der Drache, es ist ein Erddrache, spawnt gleich wieder. Enclave wahrscheinlich. Will den bestimmt haben. Wobei ich glaube, dass Enclave auf jeden Fall noch in der Lage ist, da rechtzeitig hinzukommen. Midlane jetzt aber weiterer Trap-Versuch von Giants. Skana Ult ist ready, Flash allerdings noch nicht. Und ich glaube trotzdem, dass mit Nash und Tristana hier ein Push gar nicht so einfach wird. Weil als Tristana ohne QSS musst du so viel Respekt vor diesem Skana haben. Gerade wenn er wieder Flash ready hat. Also ich glaube, sie werden mit dem Baron wahrscheinlich gar nichts bekommen hier. Mountain Drake geht auch nochmal an Giants. Also ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Tool, um überhaupt im Spiel zu bleiben. Und um Giants vor allem das Snowball zu verhindern. Aber sie selber haben hier große, große Probleme außerhalb von diesen Teamfights das Spiel zu kontrollieren. Und im Prinzip ist ihr Engage sehr, sehr gut. Sie können diese Fights selber forcen. Aber die Fights laufen halt vor allem gut, wenn sich Giants überschätzt und Giants zu hart forced. Also, es liegt jetzt bisher immer in diesem Spiel komplett immer, einer macht einen Fehler, also erst bearbeitet an sich einen Vorteil, dann ist man overaggressive und wird bestraft und so dreht sich es hier in einer kontinuierlichen Phase nach der anderen. Ja. Aber Baron könnte jetzt ein kleiner Schlüsselmoment sein. Also nicht nur, dass es einen kleinen Goldboost gibt, du kannst jetzt eben... Man sieht, Giants, die wollen hier gerade schon wieder flanken. Sein ist noch nicht beim Team. Ja, und Ryze wartet auf der Lauer, der will Skana in Szene setzen. Oh, aber man ist hier gerade noch nicht bereit, für diesen Fight zu gehen.
Jetzt hat man sie hier gecatcht. Diesmal. Oh, jetzt ist Skarner out of position. Wo flashst du denn hin, mein Junge? Hat den super, hätte sich sparen können. Man hatte da eigentlich die perfekte Situation zum Engagen. Ja. Aber man war nicht bereit zu committen. Ich denke, man hätte da einfach mal was machen sollen. Weil das Problem ist, wenn du dich so positionierst, du hast den perfekten Engage, tust es dann aber nicht, dann läufst du halt Gefahr, da einfach nur gecatcht zu werden. Hier sehen wir es nochmal, die Cyan-Ult. Die hat den Unterschied gemacht. Erst, glaube ich, sogar die Seju-Ult, dann die Cyan-Ultimate. Volle Kanne in die Kaiser reingebrettert. Ich muss sagen, ich finde diese Replays jetzt nicht ganz so geil. Ja, man sieht erstaunlich wenig. Kann da jetzt nicht so viel mit. Aber das ist der Inhib. Also das haben wir jetzt verpasst. Man hat das jetzt den Baron erfolgreich genutzt und holt sich hier den ersten Inhib im Spiel. Ryze währenddessen auf der Botlane wird sich wohl auch den T2-Turm da unten holen. Und holt zumindest ein bisschen Gold fürs Team raus. Das ist im Prinzip wieder genau die gleiche Situation wie im ersten Spiel seitens Giants. Sie sind goldtechnisch völlig fein dabei. Ja. Sind die meiste Zeit jetzt immer noch sogar ahead. Aber sie sind nicht in der Lage, Teamfights für sich zu entscheiden. Und damit spielst du es nochmal. Sie haben 4-1 Ryze, sie haben eine 3-1 Kaiser. Die sind wunderbar gefeedet. Aber in den Fights läuft es dann leider immer nicht optimal. Und jetzt braucht man Ryze, also man braucht ihn hier, um das zu verteidigen. Also man verliert gerade die komplette T2-Turmreihe. Die ist jetzt... Naja, der Botlaner steht noch. Man geht jetzt hier für den zweiten. Man muss jetzt hier fighten. Das ist aber wieder ein bisschen gierig, hier auf der anderen Seite wirklich zu kollapsen. Der anderen Seite, man kann es nicht verteidigen. Also GP-Ult geht raus. Garner holt die Skarner-Sprung sehr früh. Ist hier noch nicht im Fight. Macht noch kein Autotech. Jetzt der erste Schaden von der Tristana. Die Frontline hält extrem viel aus. Und der Kaiserschaden zusammen mit GP. Okay. Aber wenn man jetzt hier rauskommt, ist das fein. Ja, du hast den Turm bekommen. Ist das, das Objekt deiner Begierde ist gefallen. Ja, genau. Wie gesagt, der Fight lief auch alles andere als perfekt. Benny hat sich da sehr vorsichtig verhalten, der Tristana. Ist hier mit 3 Items ausgeschaltet. Unglaublich stark. Deadly allerdings auch. Also für ihn fängt das Scanning jetzt erst richtig an. Aber Giants sind hier wirklich in keiner guten Ausgangslage und kurz davor. Den zweiten ums 1. Ja, mit 0-2-1. Und das wäre dann schon böse, weil ich meine, sie haben heute ihre 2 Spiele, die sie spielen müssen. Und 2 Loses, also dann sieht schon ein bisschen mies für sie aus. Dann müssen sie morgen richtig aufdrehen, dürfen kein Spiel mehr verlieren. Und das setzt dann so ein Team schon ganz schön unter Druck. Ja. Was man eben nicht vergessen darf, das sind alles, also keine kompletten Amateure, aber eben auch keine kompletten Profis, ne? Also so eine Situation ist wie diese Spieler dann eben manchmal dann schon unangenehm. Die Frage ist immer, wie handelt man das? Gerade wenn man im ersten Spieltag ja ganz schön kassiert. Und auch hier sieht es gerade wirklich nicht gut aus. Ja, wenn wir aufs Gold schauen, haben wir eben noch diesen 1200 Gold, die bei Tristana, der sich schon durch das ganze Spiel quasi zieht, seitdem der Botlane-Turm gefallen ist. Ansonsten hier Kashtan auf Ryze sehr gut im Spiel, aber hat aktuell im Teamfight noch nicht den nötigen Impact. Musste hier auch sehr früh auf den Void-Stuff gehen, weil gerade die Frontline enorm viel mehr schon bereit hat. Und im Endeffekt die Frontline auch die ist, an die Ryze vorbeikommen muss. Kaiser geht ja auch auf AP, dementsprechend macht es nochmal mehr Sinn, Richtung MR zu gehen. Wobei da wahrscheinlich sogar noch Luft nach oben ist und Adaptive Helm würde hier, glaube ich, auch nochmal gut tun. Ja. Aber jetzt ist Enclave erstmal in der Pole-Position, um das Spiel jetzt hier zu gestalten. Oh, Engage von Alistar. Seju ist ebenfalls in der Nähe, aber dir fehlt der Schaden. Da ist nämlich kein Carry in der Nähe und darum wird hier auch nicht viel passieren, außer zu sagen, hey, wir haben CC. So, Toplane wird jetzt die Winning Wave rangeholt. Man möchte diesen zweiten Inhib einreißen. Midlane hast du automatisch einen Push dadurch, dass der Inhib down ist und Toplane brauchst du auch gar keinen Nash mehr, um den Inhib zu pressuren, weil der Turm eben bereits gefallen ist. Aber Skarner, der lauert da hinten schon wieder, will flanken. Die Frage er muss aber einen guten Flank finden. Also es wird alles stehen und fallen damit, ob Skarner hier Ori oder Tristana geultet bekommt. Wenn nicht, sehe ich nicht, wie der Fights gewinnt. Er wird gesehen werden und ohne eine Ryze Ultimate sich da ins Hin zu setzen, wird jetzt ganz schwierig. Ja, er hat doch noch keinen Flash ready. Man ist gerade gut dabei, die Minions hier zu clearen. Bendy ist auch ein bisschen gepokt worden. Jetzt aber geht's zum... Oh, starke Oriole. Das ist der Kill. Nein, noch nicht. Noch lebt Ryze. Hat hier ein starkes Bild ausgepackt. Toll rein. Und das ist der Kill auf Tristana. Ei. Und damit ist die Damage-Quelle weg. Nur noch Ori lebt. Und auch Ori wird jetzt hier von der Kaiser abgeholt. Shutdown hier für sie. Auch GP holt sich hier den Double-Kill. Der nächste jetzt auch für Kaiser. Und das ist das Ace. Das muss das Ace sein für die Giants und die können jetzt nochmal das komplette Spiel drehen, aber sein überlebt erstaunlich lange, kämpft sich hier durch die Welt. Also das war ein katastrophal schlechter Teamfight von Bendy. Teleport von Gangplank sofort nach unten, 30 Sekunden ist man hier in Überzahl, wobei 20 eigentlich nur noch. Ich glaube, mit dem Teleport wird man vielleicht einen Turret bekommen, Inhib wird schwer, aber also das hat Bendy leider katastrophal schlecht gespielt und wenn du als Tristana so gut im Game bist, zu so einem Spielzeitpunkt, dann musst du performen hier. Das war im Endeffekt ein 4 gegen 5, wir werden es hoffentlich gleich nochmal im Replay sehen. Er hat 0 Damage hier gemacht und sich positionstechnisch katastrophal verhalten. Deadly dafür umso besser gespielt mit seiner Kaiser, hat hier den Fight ordentlich angetrieben. Also, ich glaube, das hätte tatsächlich Game sein können, wenn Bendy das besser gespielt hätte.
Weil das war ein guter Engage mit der Ori-Ult. Man hat den Ryze sofort runtergebürstet. Aber wir sehen ja, in dem Spiel ist noch alles drin. Also, man überhäuft sich hier immer mit Vorteilsituationen, um dann doch zu sagen, ja, wir geben den Vorteil nochmal ab. Die Frage ist, irgendwann sind wir an einem Zeitpunkt, wo die Death-Timer eben höher sind. Und dann kann man das Spiel, denke ich, knacken. Man hat hier immer noch den Mid-Inip, Topside ist offen. Auf der anderen Seite hat man jetzt die Botlane geöffnet. Wenn man den Inip mal bekommt, ist der natürlich immens viel wert. Baron ist wieder ab. Und ich glaube, den letzten Ocean-Drachen, naja, das ist mehr ein Stack für einen Elder-Drachen, sofern wir dann in die Richtung gehen zeitlich. Im Chat gerade der Gedui-Gedächtnis Tristana Flash. Ja, so sah das ungefähr aus. Aber den Kollegen werden wir dieses Mal nicht bei den European Masters sehen. Midlane-Inip ist jetzt hier bereits respawned. Das heißt, diesen Vorteil kann Enclave nicht mehr ihren eigenen nennen. Natürlich hast du aber trotzdem immer deutlich bessere Push-Möglichkeiten. Schöne Ryze-Ultimate jetzt hier ins Nash mit rein und der fällt halt in Sekundenschnelle. Ryze, oh. Gangplank. Und Sage Ult auf Skarner, aber das reicht normalerweise. Sein Ult trifft ebenfalls nochmal ein. Wendy, jetzt aber. Habt jetzt dein Bildschirm bitte an. Aber man überlebt das erstaunlich lange. Also Tristana an einem guten Spot. Ori-Ult geht raus, trifft aber nicht perfekt. Und Ryze hat die Sage abgeholt, holt sich den Double Kill. Und jetzt kam die Kaiser rein. Also das könnte jetzt auch das Game gewesen sein. Triple Kill hier. Für Castellan. Also hier sieht man, der Snipe. Hier sieht man einen absoluten Klassenunterschied, was die Carries angeht. Ja. Enclave hatte die bessere Ausgangslage. Wenn sie die gleich guten Spieler hätten, wäre das ein Game, was sie jetzt gewinnen würden. Aber Castellan und Deadly spielen so viel besser als Erin und Bendy. Also, das ist wirklich insane. Hier wieder in diesem Fall als Tristana mit fast 4 Items überhaupt keinen Impact gehabt. Castellan und Daddy dafür umso mehr setzen jetzt hier an, den zweiten Inip-Turret und vielleicht nochmal den ersten Inip einzureißen. Bendy super low gedroppt. AP Kaisers Weg knallt ordentlich rein. Vielleicht geht man jetzt sogar schon für den Finish. Nein, man zieht sich nochmal zurück. Aber jetzt hat man das Spiel komplett safe. Also man ist jetzt 10k Gold ahead. Das muss es gewesen sein. Das muss es einfach wirklich gewesen sein. Vor allem, du hast es gerade gesagt, was Deadly und Castellan hier gerade performt haben. On point. Ich muss sagen, Brandy hat solide performt bis ins Midgame hinein, macht jetzt aber in den Teamfights zu viele Fehler. Ja. Also auch sein Positioning ist nicht on point, um hier seinen Schaden rauszubringen, ja, den er haben muss und auch hat, aber eben nicht rausbekommt, weil er eben nicht rankommt. Und Ori hier, Ehren, schwächelt leider so ein bisschen auf seinem Pick. Ja, also Ori in der Midlane leider eine Problem. Situation ist einfach nicht so richtig ins Spiel gekommen, early häufig abgeholt worden, hat keine schlechten Shockwaves rausgehauen, das nicht kann man nicht verachten, aber er wird im Team halt einfach eiskalt runtergefokust, er braucht diese QSS unbedingt. Man muss halt auch sagen, Joppa ist insane im Spiel, steht hier 8-2-6 und auch er mit seinem Schaden immer wieder da, um dann die Kills so ein bisschen vorzubereiten. Also er sorgt ja mit seinen Fässern und seiner Ulti auch immer damit, dass man so die Fights nehmen kann, wie sie dann laufen, und dann müssen eigentlich Castellan und Deadly nur noch abräumen. Und das macht man hier auch gut. Auch Skarner weiß genau, wann kann ich reinlaufen, ohne direkt zu platzen, oder wann lohnt es sich für mich zu platzen, damit die Carries reingehen können. Das macht man hier sehr geschickt und jetzt wird man hier wohl für den letzten Teamfight gehen. 10.000 Gold sind einfach auch immer eine Hausnummer. Ich glaube, ich habe erst einmal erlebt, dass diese Marke nochmal geturnt wurde. Ja, es ist wirklich nicht einfach, gerade wenn du auch gegen ein Team spielst, was sich langsam outscaled und vor allem auch hauptsächlich outplayed. Aber noch ist die Hoffnung nicht verloren. Bendy hat das Potenzial, mit seinem Damage hier den Unterschied zu machen. Kaiser einfach nur so tanky mit der Ultimate und im direkten 1 gegen 1 Vergleich inzwischen auch stärker. Erin jetzt hier vom Weg getroffen und Midlane die Super Minions. Da kommt der Engage. Die Saiyan Ult nicht schlecht gesetzt, aber auch nicht wirklich insane. Du kommst nicht wirklich rein. Ryze ist jetzt da und der DPS ist da und Saiyan wird sich verabschieden. Kommt Joppa in der Backline. Und GP von hinten mit den Fässern und das muss jetzt einfach reichen. Was macht er denn? Aber er hat GA ab. Trotzdem, es reicht nicht, also jetzt muss man mal schauen, wie sich der Fight nochmal entwickelt. Er wird abgeholt, Shutdown geholt für Sejuani und Bendy, der kommt jetzt von hinten. Oh, stark! Ori-Ult geht raus! Und Castellan ist down! Deadly im 1 gegen 3 mit dem Sonyas! Kann er das noch machen? Nein, der kann er nicht mehr machen. Ich glaube ich nicht. Also, kann er nicht. Der Fight ging jetzt hier nochmal für Enclave aus, aber das war ein ganz knappes Ding. Der Triple Kill für Sejuani. Ja, Joppa hat reingetrollt, also was war, ja, der was war zu das denn? Aber die Idee war gut, für den Flank zu gehen, aber er hat dann overcommitted. Also das auf jeden Fall. Ich meine, für den Flank zu gehen ist eine Sache, aber als Gangplank in 4 Leute reinzulaufen ist immer was anderes. Als Gangplank hast du jetzt nicht so viele Vorteile davon, wenn du in 4 Leuten drin stehst. Hätte da durchaus auf mehr Distanz bleiben können, gerade als die Fässer kaputt gegangen sind. Also das war sehr, sehr fahrlässig hier von Giants gespielt. Jetzt und 20 Sekunden ab. Die Frage ist, reicht diese Zeit, um jetzt noch die beiden Inips zu nehmen? Ich glaube, für einen sollte es reichen. Ich glaube, es wird für beide reichen. 10 Sekunden auf Joppa. Bendy, Chico wird hinterher. Wird knapp. Ich glaube, einer wird es, wenn das schon recht. 2 wird hier dann, glaube ich, doch ein bisschen zu risky. Man geht ja hier für die gierigen Plays. Also vielleicht versucht man. Das wäre viel zu riskant. Okay. Ist auch bald wieder da.
Also es ist hier, der Chat sagt, es ist wie Ping-Pong. Es ist echt. Ja, ist wirklich so. Also die beiden Teams nehmen sich hier nicht viel, aber sowohl positiv als auch negativ. Hier, schaut euch das mal an. Eigentlich der Engage gut verpufft. Saiyan Ultimate, Siege Ultimate, ja. Alles nicht so relevant. Und auch die Ryze. Der Fight eigentlich schon fast entschieden. Jetzt kommt der Gangplank erst dazu. Und jetzt schaut euch mal oben Joppa bitte an, ja? Er setzt das Fass, trifft nicht. Und anstatt jetzt nach hinten zu kiten, geht er in fünf. Warum? Also er hätte nach dem ersten Fass einfach zu seinem Team joinen können, dann wäre das ein 5 gegen 4 geworden, man hätte sich sicher 3 Inhibs geholt und dann hat sich der Bums. Stattdessen super risky das Ganze gespielt, man gibt sich dann auch größte Mühe das zu turnen, aber diesmal Bendy mit gutem Positioning. Also was ich auch nicht verstehe ist, warum man so hart diese Teamfights forced. Du kannst auf, du hast einen Ryze und einen GP. Ja, ich meine der Fight wurde ja von Enclave geforced. Ja klar, aber ich meine... Also man könnte ja vielleicht auch um die Top-Lane spielen, wo der Turm noch steht, Slow-Pushes ansetzen oder irgendwie versucht, da Aufmerksamkeit zu generieren. Ich denke, man hat noch andere Möglichkeiten, aber natürlich, du hast schon recht, man wird engaged, man muss reagieren. Ja, aber sie hätten ja, wie schon, also Joppa hätte ja einfach zu seinem Team kiten können. Der Flank war da, er hat die Fässer nicht getroffen und dann kannst du dir sagen, okay, ich geh raus. Aber im Endeffekt ist das trotzdem immer noch Giants das Spiel. Also wenn das so weitergeht, sind wir auch gleich im Ultra-Late. Ja, da, aber selbst da ist Giants ja besser aufgestellt, ja, klar, mit dem Gangplank. Das keine heißt, Frage. Im Endeffekt muss Enclave weiterhin auf solche Fehler von Giants hoffen, um das Spiel überhaupt weiterspielen zu können. Ich meine, noch so ein Fehler in das Spiel kann over sein. Die Inhibs sind offen. Ja. Das darf man nicht vergessen. Der Goldunterschied, der macht sich auf der Map nicht bemerkbar. Der nächste Nash, der wird hier durchaus entscheidend sein. Die Chatsprüche sind auch on point. Naja, also man muss sagen, Enclave, wenn sie jetzt hier nochmal einen Catch machen, zum Beispiel werden Ryze oder ähnliches nochmal abgeholt werden kann, wenn man jetzt noch einen Base Race sieht. Nein, okay, also das würde jetzt nochmal den Vogel komplett abschießen. Aber da sieht man trotzdem, warum man Midlane Push-Pressure haben muss, weil sonst ist da der Backdoor durchaus gefährlich. Man will jetzt hier erstmal den Inhib wieder einreißen auf der Seite von Giants und wie gesagt, Enclave... Man sucht direkt den Engage und das trifft auch wieder. GP kommt jetzt dazu, aber da wird der Erste schon platzen. Skana, der ist raus und jetzt liegt sie wieder an den Carries. Also Seju überlebt das Ganze nochmal, kommt hier raus. Ist low, aber die Frontline hält lange durch. Ja, auch Rift ist aus, full life. Genau, aus Rift und Munchkiss, diese Double, also doch Double Stoneplate macht hier den Unterschied. Der Schaden von Deadly ist insane, er ist full item build, fast. Er wird wahrscheinlich noch seinen Stormraiser für Rabadons verkaufen. Ja. Das könnte nochmal den Unterschied machen, aber der Junge macht so viel Damage, aber nicht genug, um diese Frontline einzureißen. Also die hält so viel aus. Aber trotzdem, du kannst mit diesem Kill, den du jetzt bekommen hast, wenig machen, also... Skana wird auch in 20 Sekunden wieder da sein. Das ist ja, natürlich, das ist eine Menge wert. Nur, sie müssen halt schauen, dass sie jetzt nochmal so einen Fight nehmen können. Und ich glaube, wenn Joppa in so einem Fight mal mit dabei ist, geht das Ganze ganz anders aus. Nash ist jetzt da. Und leider kann man sich trotz dieser Überzahlsituation überhaupt keine Pressure am Nash sichern. Das 1 gegen 1 wird für Rift auch terrible ausgehen. Oh ja, vor allem, weil das Team in der Nähe ist. Man hat sich hier auf der anderen Seite mehr Richtung Mitte Nash orientiert, aber jetzt kommt Bendy dazu. Das ist immer noch 4 gegen 5, darf man nicht vergessen. Aber man engaged hier wieder Joppa. Und da kommt wieder die Sejuul, die trifft schon wieder Brauer. Diesmal holt man zwei Leute ab. Und das muss es doch mal langsam hier gewesen sein. Double Kill für Brandy. Also stark gemacht von Enclave, den Engage dazu finden. Aber warum? Warum begibt sich Joppa so weit nach vorne in dem 4 gegen 5? Also Skana ist noch in der Base. Das kann man nicht contesten. Er trollt hier sein Team gerade ein bisschen rein, muss man sagen. Auf jeden Fall. Aber das, obwohl er ja eigentlich ein sehr gutes Spiel gehabt hat. Jetzt Kaschel dann ja auch noch. Oh, Snow geht drauf. Slash ebenfalls Ori ult. Das ist der Kill und das muss das Game sein. Inhib ist over. Du hast zwei Super Minions. Und jetzt muss man hier finishen. Und Giants trollt sich hier gerade. Oh, Deadly! Space Race! Und das nein, ist low. Ja nein. Nein. Ja, wobei, man ist noch nicht dran. Die Minions sind nicht da. Der erste Turm ist da gefallen. Saiyan ist jetzt aber da. Warum schickt man nur Saiyan? Das ist so risky. Nur Saiyan zu schicken. Aber es ist Tristana. Tristana reißt viel zu viel Schaden. Skana Ultimate und das ist nochmal abgebrochen. Giants. Also, verliert ja auch das zweite Spiel und das haben sie wirklich, also da kannst du niemanden blamen außer dich selbst. So viele grobe Fehler gemacht, Joppa am Ende zweimal sein Team getrollt, super bittere Sache, aber Enclave schön am Drücker geblieben. Auf jeden Fall. Die Fehler ausgenutzt, die Engages gefunden und am Ende Bendy auch mal gute Teamfights gehabt. Also dieses Ping-Pong-Spiel war aber mega unterhaltsam, muss man sagen. Es ging hin und her und natürlich eigentlich Giants hier mit der besseren Comp, aber man konnte es nicht ausnutzen. Wenn man einmal einen Fight zu 5 nimmt, ja, dann kann man das machen, aber Joppa einfach immer entweder out of position, zu gierig oder einfach nicht da. Ja. Also, schade, weil er war Fullbild. Wenn sein Damage in so einem Fight dabei ist, dann kann man das Ganze nochmal drehen. Aber so auf jeden Fall ging alles nach hinten los. Bittere Sache, Giants damit jetzt schon 0-2.
Aber also, es ist ein Team, die können sich nur selbst das Game versauen. Die spielen richtig gutes League of Legends. Kastellan und Deadly sind so gute Spieler. Der Rest des Teams muss nur nachziehen in der Zukunft. Aber echt heftig, was wir gerade gesehen haben. Also vielleicht können sie in den nächsten Tagen nochmal aufholen. Mousebot kann das gleich auf jeden Fall anders gestalten. Sie sind nach der Werbung gleich dran und genau da gehen wir jetzt hin. Bis gleich.